Hallo ihr Lieben, hier ist die Andrea von Stempel & Co. und heute zeige ich euch eine Kaddel mit den Wichteln. Und zwar habe ich die hier nur gekorbelt. Ich zeige euch kurz, wo ihr die Wichtel findet. Und zwar im Herbst-Winterkatalog auf der Seite 42 gibt es die Produktreihe Wichtelwunderland. Stempel, Stanzen, tolles Designpapier. Dann haben wir hier Plusterfarbe, wir haben Schmucksteine und Band. Das alles ist in der kompletten Reihe enthalten. Und was ich heute verwendet habe, sind die Stanzformen. Und zwar für so ein Wichtelchen braucht ihr einmal den Bart, eine Nase, die Mütze und die Füße. Gestempelt habe ich dann auch, zwar mit den, also das einen kleinen Spruch hier unten, die winterliche Wichtelgrüße und von uns allen. Zeige ich euch aber. Als erstes wollen wir mal so einen Wichtel zusammensetzen, dass ihr seht, wie schnell und einfach das ist. Wir haben hier diese vier Teile ausgekorbelt. Ihr braucht den Kleber. Ich setze mir hier so am Rand der Beine, der Hose, je nachdem, ein bisschen Flüssigkleber. Und da klebe ich mir jetzt den Bart auf. Andrücken. Dann haben wir hier bei dem Bart, gucken, ob das die Kamera einfangen kann, so Prägeformen, wo ausprägt ist. Und dann haben wir rechts und links von der Nase auch nochmal so Teile, da seht ihr, wo die Mütze aufgeklebt gehört. Da könnt ihr euch daran orientieren, sagen wir mal so. So, auch hier ein bisschen Kleber. Und dann klebe ich mir hier die Mütze auf. Das Näschen setze ich ein bisschen erhaben, hier in die Mitte. Einmal einen Mini-Dimensional und das ausgekoppelte Näschen einmal obendrauf. Und schon ist unser Wichtel fertig. Also ihr seht, ganz, ganz schnell. Macht auch den Kids Spaß, die zusammenzusetzen und damit tolle Sachen zu machen. Passt auch durch die Mini-Stanzmaschine. So, dann tun wir das Ganze zur Seite. Das Ganze soll ja auf eine Karte. Das heißt, ihr holt euch einen Bogen A4. Und auf eine normale Karte kriegt man das Ganze nicht drauf. Das heißt, wir machen uns eine DIN-Lang-Karte. Wir falzen das erste Mal bei 10 cm. Und schneiden uns das Ganze bei 20 ab. Das heißt, wir haben eine lange Grundkarte. Jetzt haben wir hier noch ein Stückchen über. Schneiden wir uns jetzt passend. Und zwar schneide ich mir das Ganze auf 20. Kürze einen Zentimeter. Und das Ganze, hier kürze ich es mir auf 9. Dann habe ich hier einen Aufleger. Und dieser Aufleger wird jetzt bestempelt und mit den da kommen jetzt unsere Zwergle drauf. So, ich lege es auf, ich zeige es euch kurz. So setzen wir uns die dann auf. Und jetzt stempeln wir uns noch die zwei Sprüche in die Abstände. Hoffentlich treffe ich. So, einmal hätte ich gerne hier oben, ziemlich am Rand. Ich hoffe, ich krieg's noch. Jawohl, ich glaube, das müsste noch hinhauen. So, und den zweiten. Ah, es klebt da. Hätte ich gerne hier oben. Das ist von uns allen. Jawohl. Dann nehme ich die nochmal runter und hole mir einen Marker. Brauche die feine Spitze und dudel mir jetzt da einen Rand. Einfach so einen Rand ziehen. Ihr könnt zwischen Reihen einfach mal ein paar Zeichen setzen.
Linien unterbrechen. Man kann da auch mal ein Herzchen reinmalen. Also gar nicht drüber nachdenken, einfach tun. Hoffentlich bin ich jetzt da nicht zu tief. Dann setzen wir hier auch noch mal eins. Einmal am Rand entlang und jetzt hoffe ich, dass das passt. Wenn man das immer nicht drauf liegen hat, ist das immer gar nicht so einfach. Das heißt, wir holen uns nochmal Dimensionals. Jetzt habe ich da ein leeres erwischt. Die setze ich mir hinten drauf. Ich lege sie mir aber erst nochmal auf, dass ich auch wirklich weiß, wie mein Abstand ist, ja, bevor ich klebe. Sicher ist sicher. So, einfach zwei Stück. Ich versuche dann auch immer hier gleich noch die verschiedenen Papiere miteinander zu verbinden. Also ich klebe halb Mütze und halb Bart und mache das hier unten genauso. So, jetzt schaue ich, dass es natürlich beim Spruch oben passt. Das sieht doch gut aus. So, Farbe einfach anordnen, wie ihr wollt. Ich habe hier jetzt Farben aus der Prachtfamilie genommen. Und jetzt klebe ich mir die einfach so auf. Und zwar Currygelb, Chili. Kommt hier. Dann habe ich Tannengrün und Kürbisgelb. Ist das Orangene. Dann habe ich hier meine Wichtelchen. So. Und das Ganze kommt jetzt auf meine Grundkarte. Könnt damit auch nochmal mit Abstand kleben. Ich klebe es mir jetzt plan. Also mit Flüssigkleber auf, dass es mir nicht zu hoch wird beim Verschicken. Schön ausmitten. Wir haben ringsherum einen halben Zentimeter. Könnt ihr euch ein bisschen orientieren. So. Und das war's dann schon. Einmal die Wichtelchen einfach mit verschiedenen Mützchen auskorbeln. Auf die Karte gesetzt von uns allen. Passt hier jetzt bei den vier Wichteln, finde ich total gut. Die winterlichen Grüße passen dazu und den Rand einfach mit dem Marker entlang dudeln, einfach so einen Strich ringsrum ziehen. Muss nicht perfekt sein, gerade das macht es eigentlich aus. Und das war's dann schon. Die Wichtel spielen auch in meinem Weihnachtsworkshop eine Rolle. Den habe ich ja jetzt umgeschwenkt auf online. Also wer da Interesse hat, Augen auf, kommt. Die Tage, die Anmeldung. Vielleicht schaffe ich es heute noch, ansonsten spätestens morgen. Wir sehen uns. Ich danke euch schön. Bis bald. Ciao.